Grunde sind die 60er und die 70er Jahre die Zeit, in der die Volksmotorisierung wirklich stattgefunden hat. Dass die Familien insgesamt sich mit dem Auto befassen konnten, gemeinsame Reisen machen konnten, das Auto ein Bestandteil des Alltages wurde. Und viele schöne, gepflegte Fahrzeuge aus diesen 50er, 60er und 70er Jahren sind mehr als nur ein Souvenir aus dieser Zeit, weil es handelt sich um Fahrzeuge, die heute auch von gewöhnlichen Menschen wie Ihnen und mir wirtschaftlich betrieben werden können. Wo nämlich noch Ersatzteile ganz normal beim Mercedes-Händler um die Ecke zu erwerben sind, um mal ein willkürliches Fabrikat zu nennen. Wo halt eben dieser bewusste Mercedes-Händler auch alle Sonderwerkzeuge und Kundendienstliteratur hat, die man für so ein Auto braucht und halt eben auch noch Mechaniker zur Verfügung stehen, die an solchen Autos gelernt haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld trotz der hohen Temperatur. Wir als Sparkasse Wetzlar sind jetzt im 19. Jahr dabei und wir wünschen dieser Veranstaltung nochmal eine Steigerung, soweit es möglich ist. Ich freue mich auf die tollen Autos, auf die tolle Musik und wünsche der Veranstaltung viel, viel Glück. Vielen Dank. Wir werden es versuchen, Herr Wulfinger, beim 20-Jährigen noch eine Steigerung zu schaffen. Es fällt aber schwer. Surely come back to me. Im Kampf mit der anderen Musik. Ja. Wir als Bitburger Braugruppe sind seit 19 Jahren jetzt Hauptsponsor dieses wunderschönen Festivals. Es war sicherlich immer ein Erfolgsfaktor, dass Sie mit Bedacht immer wieder neue Ideen in dieses Festival eingebracht haben. Und so haben wir auch unsere Aufgabe gesehen. Und so werden wir auch in diesem Jahr wieder zwei, in diesem Jahr erst neu eingeführte Produkte, nämlich zum einen unser Licher X-Quadrat Holunder, unser Weizenmix, aber eben auch unser Bit Cola Libre, unseren Cola-Bier-Mix hier auf diesem Festival präsentieren. So, Herr Bouffier, Sie müssen nicht nur die einfache Bauernmitwurst, Sie dürfen auch ein einfaches Lammhackbällchen nehmen. Aber ja, der Werbeblock wird jetzt ausgeübt. Die junge Frau hat einfach gedacht, es wäre nichts da. Ich habe ihm die Hälfte. Ich weiß. Im Theater hat er so viele Leute um sich rum gehabt, da habe ich ihn auch schon mal vergessen. Tja, das habe ich mir sehen. Aber gemerkt. Ich habe es mir gemerkt. Ich hatte es aber nicht so weit heim, konnte noch rein. Ach, danke. Gut. Jetzt muss ich Ihnen doch noch ein Geheimnis entlocken. Ja. Was war denn Ihr erstes Fahrzeug gewesen? Eigenes, ja. Also mein erstes Auto war ein gebrauchter BMW 1602, vorne mit 4 Lampen, super Auto. Für meine Verhältnisse damals ein bisschen teuer, aber es war eine große Geschichte und da erinnere ich mich noch gerne dran. Und bei meinem Alter und bei dem Alter von dem Auto heutzutage kann man sagen, wir passen beide zum Golden Oldies. Meine Beziehung zu den Autos persönlicher Art ist eher praktischer Natur, da ich das Auto beruflich sehr viel einsetze. Ansonsten bin ich sehr, sehr froh über die schönen Autos, die hier auf der Veranstaltung vertreten sind. Die stellen eine Kulturgeschichte des Autos dar, von den 20er Jahren an, von Luxuslimousinen über auch sehr Brot- und Butterautos. Und verschiedene technische Details sind hier zu bewundern. Wir haben auch Rennwagen hier, also die Vielfalt ist ausgezeichnet. Ich bin auch sehr, sehr froh zu sehen, wie sehr die Leute die Autos pflegen und wie sehr sie sich um ihr Schätzchen kümmern. Ich bin sehr, sehr froh, dass es hier so viele unterschiedliche Modelle zu bewundern gibt. Thank you.
wir haben früher getanzt, Stepptanz gemacht, da haben wir auch alte Lieder, auf alte Lieder gesteppt, so zum Beispiel Lollipop, da gab es halt auch so ein Kleid in diesem Outfit und da habe ich gedacht, das ist doch die Idee für mich und meine Töchter, dieses Kleid zu nähen. Da bin ich ins Internet gegangen, habe Stoffe gesucht, habe den Schnitt selber entworfen, ja, und das ist jetzt das Ergebnis.